Was ist eigentlich dieses VIP? Für wen lohnt sich das? Und wie bekomme ich das Ganze auf meinem YouTube-Kanal? Wir klären es in diesem Video. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Cool, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video geht es jetzt um das Thema VIP in Livestreams. Viele kennen das Ganze bestimmt schon von anderen YouTubern wie Standardskill oder generell größeren YouTubern, die das Ganze jetzt schon seit einem halben Jahr ungefähr testen konnten. Nun ist es soweit, nun kann das Ganze jeder benutzen, unter anderem jetzt auch ich. Und auf meinem Kanal könnt ihr somit jetzt auch VIP werden. Was das Ganze ist, warum man das machen sollte und so weiter und so fort, werde ich in diesem Video auf jeden Fall klären. Ich glaube, zunächst ist es wichtig, dass wir erstmal klären, was überhaupt dieses VIP-Sein ist. Viele kennen es vielleicht schon von Twitch, dort kann man ja einen Kanal subscriben und dann zahlt man im Monat einen bestimmten Betrag und dafür hat man dann ein bestimmtes Icon und ein bisschen verschiedene Rechte einfach. Jetzt denken sich bestimmt viele, was ist dieses VIP überhaupt? Hier kann man ganz einfach kurz zusammenfassen, es ist im Prinzip das gleiche wie subscriben auf Twitch. Also ihr bezahlt einem YouTuber einen bestimmten Betrag und dafür bekommt ihr im Stream ein bestimmtes Icon bzw. halt eine extra Rolle. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, für wen ist das überhaupt? Oder solltet ihr jetzt weiterschauen? Oder ist das Video im Prinzip für euch zu Ende, weil ihr eh raus seid und es für euch keinen Sinn macht? Hauptsächlich ist das Ganze natürlich interessant für Abonnenten, die auch so oder so in jedem Livestream eigentlich aktiv sind und auch ab und zu mal was spenden. Auf diese Art und Weise bekommt ihr nämlich viel mehr zurück, wenn ihr was spendet, als jetzt nur irgendwie bei einer Donation, keine Ahnung, bei einem Euro bei Tippy Stream, es wird dann kurz eingeblendet und gut ist. Oder beim Super Chat, wenn ihr da, keine Ahnung, was, einen Dollar raushaut, dann wird es da für eine Minute angezeigt im Chat und dann ist es weg. So bekommt ihr ein bisschen mehr zurück. So spendet ihr eben diese 4,99 €, glaube ich, sind das. Und dafür werdet ihr wirklich einen Monat lang dauerhaft im Stream, im Chat halt dieses extra Icon haben und somit auch ein paar andere Rechte noch genießen, auf die ich später mehr eingehen werde. Nun stellt sich die Frage, warum sollte ich das überhaupt machen? Zunächst habt ihr ein paar Vorteile. Erstens werden es viele YouTuber so machen und auch ich bald mal, vielleicht so einmal im Stream oder alle, vielleicht auch zweimal im Stream, dadurch für eine bestimmte Zeit, zum Beispiel jetzt einfach 10 Minuten, einfach mal nur VIP-Chat machen oder nur die VIPs Fragen stellen können, denn dann sind es natürlich deutlich weniger und man kann wirklich auf jede Frage eingehen. Insofern habt ihr da schon mal ein paar Vorteile. Im Weiteren habt ihr natürlich ein extra Icon im Stream bzw. halt im Chat. Dadurch erkennt euch der YouTuber wesentlich schneller und er kann viel besser eure Kommentare vorlesen, als wenn da einfach nur der Name ist. So ist es in einer anderen Farbe und erkennt man die Fragen besser. Aber das war es natürlich noch nicht. Ihr bekommt nämlich auch noch einen VIP-Rang auf meinem Discord-Server. Das ist natürlich jetzt unabhängig von YouTube. Aber ich werde es auf jeden Fall durchziehen, dass die Leute, die VIP auf dem YouTube-Kanal sind, auch auf dem Discord-Server den VIP-Rang bekommen. Und auf der anderen Seite natürlich, und das ist eigentlich das Hauptding davon, ihr unterstützt den YouTuber, in dem Fall jetzt mich, natürlich auch finanziell. Auf die Art und Weise können wir uns dann neue Ausrüstung kaufen und einfach den Kanal und die Qualität der Videos noch weiter verbessern. So, bisher schon mal zusammengefasst. VIP sein ist sozusagen subscriben auf YouTube. Ihr unterstützt mit einem 5-Euro-Beitrag im Monat den YouTuber einfach. Dafür bekommt ihr natürlich auf dem Discord-Server den Rang. Ihr bekommt ein extra Logo und einen extra Rang, sag ich mal, im Stream selber. Und ihr bekommt die Möglichkeit, viel besser mit dem YouTuber in Streams noch zu kommunizieren, weil ihr einfach einen eigenen Chat habt. Wenn ihr also den YouTuber jetzt unterstützen wollt und halt diese paar Vorteile nutzen wollt, wie macht ihr das Ganze denn? Ich habe euch in die Beschreibung mal einen Link gepackt. Über diesen kommt ihr dann einfach auf meinen YouTube-Kanal auf YouTube Gaming, also sozusagen der Gaming-Plattform von YouTube. Und wenn ihr dort seid, bekommt ihr einen grünen Banner, da steht VIP werden. Auf den klickt ihr drauf und dann könnt ihr mit PayPal, Konto, ich glaube sogar Google Play Guthaben, einfach diesen VIP, die VIP-Sache einfach kaufen. Das Ganze kostet im Monat 4,99 € und verlängert sich automatisch, soviel ich weiß, wenn ihr es jetzt auf PayPal oder einer Kreditkarte oder sowas hinterlegt habt. Ihr könnt das Ganze monatlich kündigen, also ihr seid jetzt nicht verpflichtet, das irgendwie da, keine Ahnung, 200 Jahre lang zu machen oder so weiter. Insofern ist es halt vielleicht auch ganz gut, das mal vielleicht einen Monat zu testen und dann einfach sagt man, gut, brauche ich nicht, dann lässt man es halt bleiben. Im Großen und Ganzen ist es wirklich eine richtig coole Funktion. Danke dafür auf jeden Fall an YouTube, dass ihr es von Twitch übernommen habt und jetzt auch den Leuten, die auf YouTube streamen, diese Möglichkeit gegeben habt. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn der ein oder andere von euch vielleicht VIP auf meinem Kanal werden wird. Im Moment habe ich nämlich noch gar keinen. Ich habe es nämlich auch gestern Abend erst nur mal kurz auf Insta gepostet, aber jetzt noch nicht irgendwie groß. Solltet ihr nämlich das jetzt machen, dann seid ihr einer der Ersten und bekommt auf jeden Fall noch ein Bonusgeschenk auf dem Discord-Server. Was es genau ist, verrate ich aber jetzt noch nicht. An der Stelle bin ich jetzt raus. Wenn ihr VIP werden wollt, Link ist in der Beschreibung. Lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Ich bin jetzt raus. Habt noch einen geilen Tag. Bis bald und Peace!